fürs Piepsen. Das ist auch fürs Piepsen, dass ich links und rechts fahren muss. Ja, und jetzt wird er gleich voll. Das heißt, dass er voll ist. Ich bin komplett, dass die so deppert umeinander rollen, gell? Ja, das ist ein bisschen ein Scheiß, passt mir eh gut auf. Wenn das so trocken ist, dann rennen sie gut. Da werden sie festpresst. Wo sind die Vor- und Nachteile von Rund- und Quaderbäumen? Ja, der Nachteil ist, dass sie am Hang, weil man so aufpassen muss. Und man muss steppeln, dann konzentrieren. Ja. Ein Quaderpress fährt weiter. Das frisst ohne. Das bringt ja Vorteile auch, und sonst sehen sie es ja nicht, oder? Der billige ist. Und für unseren Gebrauch ist das. Die kostet, was weiß ich, 25.000 Euro oder 27 jetzt. Das ist ja 8 Jahre alt, aber 25.000 kostet. Und das große kostet 90.000 Euro.